Hallo ihr Lieben, ich bin Tommy. Heute gibt's einen Real Talk. In den Socials bekommt man ja öfters unnötige Diskussionen mit. Wir haben mit Godslave sogar einen Song darüber geschrieben. How about no? Den Song verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Aber heute hat sich eine Frage herauskristallisiert, welche mich auf dem Weg hierher beschäftigt hat. Ab wann ist ein Abenteuer ein Abenteuer? Die einen behaupten, man darf nichts planen und muss alles auf sich zukommen lassen. Andere sagen, das Abenteuer beginnt mit dem ersten Schritt vor die Haustür. Bevor ich euch meine Meinung erläutere, machen wir eine kleine Studie. Drückt jetzt hier auf Pause und schreibt mir eure persönliche Meinung in die Kommentare. Ich wollte heute einfach rausgehen. Nichts Großes machen, was Planung oder Vorbereitung erfordert. Einfach ein bisschen raus und die Natur genießen. Und dann beschäftigt mich plötzlich unterwegs diese Frage. Ab wann beginnt das Abenteuer? Natürlich bin ich gerade durch Brennnesseln durch. Unangenehm! Wenn man sich diese wenig begangenen Wege aussucht, dann gehört zu Hauptnahrungsmitteln Spinnweben. Grund des Lebens ist näher als man denkt. Da geht's ganz schön runter. So was tief Philosophisches wollte ich schon immer mal sagen. Die nächste Zufallsbegegnung. Also da geht's zwar rein, aber ich passe da nicht durch. Da habe ich keine Chance. Geil. Geh mal gucken. Vielleicht finden wir hier noch den Eingang. Das wäre ja wohl jetzt mega. Drumherum. Was ist alles passiert, wenn man hier rumläuft? Einfach mal guckt. Au. Ich hab grad schon gedacht, okay, noch so noch. Also ich bin ja schon dünn. Oh, am Bauch. Aber da passe ich nicht durch. Oh hey, Klamotten. Noch mehr Klamotten. Wie das jetzt hier gleich ein nacktes Mädchen in die Ecke springt. Oh, ich glaube, das ist genauso ein Loch. Ich mag jetzt auch nicht rein. Nur die Schießscharten. Leider keinen Eingang gefunden, aber trotzdem geil. Kurze Hose, hohes Gras, sehr gesund, Tommy, sehr gesund.
Und das ist mein Weg. Also irgendwo. Hier so. Hier haben wir einen richtigen Lost Place hier. Da ist halt nur ein Becken drin. Ein kleines. Und Mücken. Hier auch ein Becken. Meines Wissens gehörte das zur Gartenanlage der Familie Stumm. Die hatten hier auf diesem Hausberg ihr Schloss, wo jetzt übrigens ARD und der Saarländische Rundfunk drin sitzt. Naja, die hatten die Kohle. Ich glaube, mit Salz gemacht. Das weiß ich aber nicht genau. Bereits auf der Bannkarte von 1764 ist eine trapezförmige Brunnenanlage zu erkennen, deren Abfluss in den Scheiterbach mündet. Möglicherweise gehörte dieser Brunnen bereits zum fürstlichen Park und wurde dann wohl für den Stummschen Park neu gestaltet. Darauf deutet die Bauweise des Backsteins hin. Schräg gegenüber steht ein ehemaliges Stummsches Pförtnerhaus. Was wird dann da hinten das sein bei dieser geilen Kirche? Also hier ist das Pförtnerhaus, hier noch eine Kapelle. Vielen Dank, Saarländischer Rundfunk, für die Erleuchtung. Zum einen Stadt, zum anderen der SR hier oben mit ihren Hubschraubern. Leise und ruhig ist es hier natürlich nicht. Ich befinde mich mitten in der Landeshauptstadt. Und um den Großstadtdschungel zu entfliehen, suchte ich mir heute diesen Hausberg aus. Stadthausberg. Warum hier? Hier liegt die Mithrasgrotte. Und da wollte ich heute hin. Die Mithrasgrotte oder Heidenkapelle ist einer der ältesten historischen Orte im Umkreis von Saarbrücken. Bewohner der römischen Siedlung unterhalb des Hallbergs richteten in der natürlichen Höhle ein Heiligtum ein, das Mithras geweiht war, ein römischer Gott persischen Ursprungs. Im Mittelalter besuchten christliche Pilger den Ort. Im 18. Jahrhundert wurde die Heidenkapelle dem Zeitgeschmack entsprechend in den Schlosspark eingebunden. Zur Gestaltung des Platzes entstanden viele der flachen Nischen in der Grotte und an den Außenwänden, um Skulpturenschmuck aufzustellen. Und das erzähle ich euch nicht, weil ich das alles weiß. Hier steht ein Schild. Wer die Wege abseits der normalen Straßen geht, hat natürlich mit Brennnesseln und Dornen zu tun. Ja. Och, Leute. Schon doch euer Scheiß mit. Sieht man eigentlich die ganzen Mücken um mich rum? So schlimm ist doch noch gar nicht. Eigentlich ist ja auch klar, dass ein Abenteuer draus wurde. Ich habe ja auch Adventure-Equipment dabei. Ich bin ganz klar im Team, das Abenteuer beginnt mit dem ersten Schritt vor die Haustür. Nehmen wir meine Alltagsflucht heute. Ich wollte heute einfach nur ein bisschen abschalten, zur Mithrasgrotte gehen, den einen oder anderen Geocache am Wegesrand einsammeln, ganz gemütlich. Dass ich heute ein Video über dieses Thema drehe, war tatsächlich nicht geplant, da die Frage mich ja unterwegs erst begann zu beschäftigen. Du kannst eine Tour oder eine Reise so intensiv planen, wie du möchtest. Vor Ort wird etwas anders sein. Das ist ganz normal.
Wäre auch schade, wenn nicht. Niemand von uns hat eine Glaskugel und kann die Zukunft voraussehen. Ist es also falsch, sich vorher mit dem Thema zu beschäftigen und zu planen? Ganz klare Antwort, nein. Vorherige Planung hilft ja, sich auf manche Situationen vorzubereiten, dass man vor Ort natürlich nicht alles improvisieren muss. Boah, die Mücken, Alter! Ganz genau genommen geht das ja auch gar nicht. In dem Moment, in dem du dich entscheidest, ob du eine Tour beispielsweise zu Fuß, mit dem Rad oder mit, was weiß ich, mit dem Kajak machst, hast du ja schon etwas Geplantes automatisch drin. Deshalb habe ich auch gesagt am Anfang, dass diese Diskussion völlig unnötig ist. Meine persönliche Meinung. Jeder Mensch ist anders und geht anders an die Situation dran. Das ist auch gut so. Du möchtest deine Super-Survival-Abenteuer-Improvisationstour machen? Dann mach das! Du möchtest eine wohlüberlegte Tour planen, bei der du so gut wie möglich weißt, was als nächstes passiert? Dann mach das! Das ist okay. Auch daraus kann sich ein unerwartetes Abenteuer entwickeln. Wie ich heute. Wollte mein Mikrofon testen, ein bisschen rausgehen und schon drehe ich ein Video. Habe ich nicht damit geplant. Dass ich auf irgendwelchen Wegen abseits der normalen Touristenhundewege gehe, habe ich nicht geplant. Ihr seht, das Abenteuer beginnt, meine Sicht der Dinge, mit dem ersten Schritt vor die Haustür. Geht raus, genießt es und wenn du dabei Spaß hast, dann ist doch alles in Ordnung. Letzten Endes geht es doch nur darum. Wir wollen bei unseren Outdoor-Hobbys einfach nur Spaß haben. Und wie man an die Sache rangeht, sollte jedem selbst überlassen. Ich wünsche dir auf jeden Fall bei deinem nächsten Abenteuer richtig viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.